sehen Thomas Müller ohne Maske. Wir sehen Thomas Müller, glaube ich, gleich mit Maske. Da ist er. Fakt ist, das können wir festhalten, wir werden Thomas Müller heute Abend nicht sehen. Und damit herzlich willkommen hier bei Ralf ist live. Ja, es ist sicherlich die Nachricht des Tages aus der Sportwelt. Thomas Müller gleich zweimal positiv getestet. Das Absurde ist, er ist auch einmal negativ getestet. Aber er steht 2:1 für eine Positivtestung. Damit Fakt, Thomas Müller wird heute im Club-WM-Finale nicht spielen. Und mit dieser tatsächlichen Hammer-News begrüßen wir Sie und ich begrüße Marcel Reif hier im Studio zu Reif ist live. Das hätten wir uns ein bisschen anders gewünscht, mit solchen Schlagzeilen heute die Club-WM einzuläuten. Ja, wo haben Sie es eben gerade mitbekommen? Heute Morgen irgendwo, beim Durchzeppen meines Internets habe ich Dinge gefunden, die ich nicht hätte schlimmer lesen können. Ja, ja, es ist in der Tat absurd und wir wollen aber natürlich auch die Sendung hier gleich starten mit der Club-WM. Das schon mal vorweg an Sie, liebe Zuschauer, und für die Podcast-Hörer, wenn Sie es schnell hören, dann auch. Heute ab 18 Uhr alles live zur Club-WM hier bei Bild und das Spiel natürlich dann auch ab 19 Uhr kommentiert von Marcel Reif. Aber ja, lassen Sie uns, wie gesagt, zum Club-WM-Finale jetzt starten mit dem Thema des Tages, Thomas Müller. Positiv getestet. Mal ganz im Ernst, wir wissen noch nicht wirklich genaueres, wo er sich hätte anstecken sollen, wie auch immer. Fakt ist, er hat sich irgendwo angesteckt in einer Bubble, in der Bubble. Also man hatte ja den Eindruck, besser kann man gar nicht geschützt sein, wie die Spieler, gerade bei dieser Club-WM, und trotzdem passiert's. Ja, und das ist der GAU, der über dem ganzen Konstrukt Profifußball steht. Anderswo sagt man nicht reisen, Kontaktsperren, bleibt weg. Das müssen wir zumachen, das müssen wir zumachen. Der Fußball hat, wir erinnern uns, da lohnt sich auch mal so eine Rückreise, mal ein Jahr zurück, ungefähr ein bisschen später, hat die DFL ein wunderbares Konzept, ein Hygienekonzept vorgestellt und das hat überzeugt. Und seit da darf der Fußball Geisterspiele, das nehmen wir gar nicht mehr zur Kenntnis, dass das ohne Zuschauer stattfindet, weitestgehend. Ist aber so. Darf der Fußball spielen? So, natürlich ist das eine Privilegierung, ist das ein Vertrauensvorschuss. Ich sage jetzt nicht, dass jemand das Vertrauen missbraucht hat. Ich sage nur, haben wir alle so ein bisschen unterschätzt oder verdrängt, dass das auf Naht genäht ist, dass es auch kippen kann. Und so eine News ist keine gute News. Ich denke, wir werden nachher noch ein bisschen drüber reden, nach Budapest Spiele zu verlegen, weil sie in Deutschland nicht stattfinden können, weil englische Mannschaften reinkommen. Es gibt so viele Argumente, aber ich verstehe jeden, der jetzt sagt, sag mal, muss das sein? Muss das in diesen Zeiten sein? Und ich gebe zu, ich werde jetzt eiern und ich werde gleich nachher nochmal rumeiern, wenn das jemand so interpretieren will oder einfach mir abkaufen. Auf der einen Seite wünschte ich mir, ja, wenn sie getestet sind und wenn sie in der Bubble sind, dann lass sie so eine Club-WM spielen, wenn sie es wollen. Oder lass doch die Champions League zu Ende spielen in dieser Saison. Und auf der anderen Seite sagt mir meine andere Hälfte, das ist nicht gut. Das ist nicht gut in diesen Zeiten. Es ist auch ein verheerendes Zeichen jetzt gerade, wenn ich das lese, Müller. Aber lassen Sie mich trotzdem versuchen, die eine Seite, in der das Fußballherz von Ihnen ja auch definitiv noch schlagen wird, ein bisschen zu stärken jetzt an der Stelle, weil Stand jetzt, und das wollen wir dann trotzdem alle hoffen, findet das Spiel heute statt. Also wenn jetzt aufgrund dieses Vorfalls sogar möglicherweise ein Spielausfall droht, alle Informationen übrigens, liebe Zuschauer, kriegen Sie natürlich hier bei Bild rund um die Uhr, wenn sich da noch was tun sollte. Aber Stand jetzt gehen wir davon aus, dass wir heute um 18 Uhr unsere tolle Club-WM-Finalsendung beginnen können. Um 19 Uhr kommentieren Sie dann mit Matthias Brüggelmann das Spiel. Und dann lassen Sie uns auch einmal zum Spiel kommen, nachdem wir jetzt die Nachricht Müller etwas verdaut haben. Es geht gegen Tigres. Ich hatte mir fest vorgenommen, Sie heute mal richtig schön zu ärgern und mal so richtig mit guter Laune in die Sendung zu starten, weil bei Tigres im Vereinswappen sehen wir die Buchstaben UANL. Wenn es einer weiß, was das bedeutet, dann sind Sie das, Marcel Reif. Na, da wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht vorher gecheckt hätte. Ich wollte, na ja, nur, wenn ich darüber heute reden soll, das ist Universitat Autónoma de Nuevo León. Ja, das ist die unabhängige Universität des Bundesstaates Nuevo León. Das muss ja irgendeinen Sinn irgendwoher ergeben. Die wurden gegründet, glaube ich, 1967 als Universitätsmannschaft. Also sehen Sie mal, jetzt, also falls noch irgendjemand daran gezweifelt hat, dass wir den besten Fachmann Deutschlands hier in unseren Sendungen haben, dann ist das der Beweis,
Das war auch noch sprachlich perfekt ausgedrückt. Sagen Sie, wenn wir jetzt den Namen geklärt haben, dann erzählen Sie uns doch auch und den Zuschauern auch gleich mal, was Sie von der Truppe halten. Etwas überraschend im Finale, für mich Palmeiras im Halbfinale geschlagen, waren die Brasilianer eigentlich schon die Favoriten, oder? Na, da hau ich mal ein bisschen auf den Putz. Ich habe mir durch Zeppen bin ich auch reingeraten in das Finale der Copa Libertadores, ja. Palmeiras gegen Santos. Das war so jämmerlich schlecht, was Palmeiras da gespielt hat. Da dachte ich, naja, gut, also das kriegen die Bayern im Links hin, wenn die sich durchsetzen sollten. Und dachte auch, dass die stärker sind, dann am Ende, wenn es im Halbfinale geht, gegen Tigres. Das ist eine Mannschaft, Monterrey im Übrigen ist das, im Nordwesten von Nordosten von Mexiko. Ja. Also gut. Jedenfalls, ja, das ist. Die haben, das sind nicht nur Mexikaner, sondern die haben Geld. Das war mal eine Universitätsmannschaft. Dann hat sie der zweitgrößte Baukonzern der Welt gekauft. Und da gibt's den ein oder anderen Peso. Die haben Kolumbianer, Paraguayer, Uruguayer, Argentinier, Brasilianer da drin. Auch Mexikaner, auch ein paar. Und wir sehen einen Franzosen, den sehen wir gerade, Gignac. Den Kollegen gut. Gignac. Bevor wir da aber alle auf die Knie gehen, der ist 35 Jahre alt und macht es immer noch richtig gut. Ja, macht's gut. Und ja. Vor allem spielt er seit 2015. Also der hat jetzt nicht nur so zum Ende seiner Karriere die Kohle da noch mitgenommen, die Pesos. Der ist seit 6 Jahren dort und hat die mexikanische Staatsbürgerschaft mittlerweile und ist dort die Ikone. Aber jetzt ist er 35 und also deswegen, ich verstehe auch, dass Hansi Flick hat gesagt, über außen sind sie sehr gefährlich und wir müssen die Standards verhindern. In der Tat, der schießt gute Elfmeter. Aber ansonsten sind die Bayern Favorit. Sehr gut. Wir werden heute noch viel, viel Zeit haben, dann ab 18 Uhr ausführlich über den Gegner zu sprechen. Ich möchte jetzt aber eine Kollegin von uns nochmal schnell dazuschalten. Vanessa Hupenkoten, mit der haben wir kurz gesprochen, ein Star in Mexiko. Kommentatorin und Moderatorin und die hat den Vergleich Gignac und Lewandowski für uns einmal schnell gemacht. Lewandowski oder Gignac, einer ist der beste Spieler von der mexikanischen Liga, von der CONCACAF würde ich sagen und ja, Lewandowski ist für mich super, top, 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 also einer von der beste Spieler in der Welt, das ist kompliziert. Nur in 90 Minuten zu sagen, aber ja, ich würde sagen, Lewandowski ist besser. Oh, die Kollegin Vanessa Hupenkoten. Auch Lewandowski wenn ich die besser, Kleiderordnung ich glaube, durchaus attraktiv Das dürfen wir an der Stelle auch mal sagen, ja. Keine Frage. Attraktiv war auch etwas anderes. Wir kommen zum nächsten Themenblock. Und zwar attraktiv tatsächlich die Mannschaft des FC Bayern 1974. Ich glaube, jetzt geht's los. Warum reden wir darüber? Ja, ich glaube, es kommt jetzt. Ich zeige es genau den Zuschauern. Das. Es gibt ja auch noch die wunderschöne Bild-Zeitung auf Papier und ich finde, wir haben eine wunderschöne große Seite gemacht, gestern schon. Ja. Nämlich, wir stellen uns natürlich die Frage, und das darf man in der Tat jetzt auch mal tun, was sind eigentlich die besten Bayern aller Zeiten? Warum der Vergleich mit der 74er-Mannschaft? Da werden wir gleich über die einzelnen Namen mal rübergehen. Da schlägt das Herz extrem hoch, wenn wir Beckenbauer sehen, wenn wir Gerd Müller sehen, Uli Hoeneß sehen. Das war die Truppe 74, die auch die Landesmeisterschaft gewonnen hat, allerdings kein Triple geholt hat damals, aber dreimal hintereinander die Champions League gewonnen hat, Wahnsinn. Und einige Spieler ja sogar noch den WM-Titel geholt haben. Und natürlich die Bayern 21, die ja jetzt heute im Finale das Historische schaffen können. Das gab es noch nie, außer Barcelona, aber noch nie in Deutschland, dass eine Mannschaft 6 Titel in einer Saison geholt hat. Und lassen Sie uns doch mal echt den herrlichen Vergleich natürlich ziehen. Und jetzt, ich lasse jetzt nicht damit raus, das waren andere Zeiten und der Fußball war ein anderer. Die Vorstellungskraft, die bringen wir beide jetzt auf die Mannschaft, gut. Wirklich mal zu vergleichen. Na auf gut. Einem Stand. Na gut. Liebe Regie, zeig uns doch mal die beiden Mannschaften da gegenüber und wir gehen mal so ein bisschen spazieren über die Ich spiele auf Zeit Truppe. Und dann schaffen wir es nicht, aber gut. Aber alles unter der Frage tatsächlich, wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander antreten würden. Lassen Sie uns doch gerne mal durchgehen. Also wo schlägt Ihr Offensivherz zum Beispiel höher? Wir sehen ja, taktisch ist das ja schon mal eine andere Nummer gewesen, obwohl wir eine Viererkette eingebaut haben. Das hätten Sie damals mal machen sollen. Und Franz sagen, ihr spielt Viererkette und nicht mit einem anständigen Libero, wo du machen, tun und lassen kannst, was du willst. Na, schau dir mal, Sepp Maier, da macht es sogar richtig Spaß. Maier und Neuer. Maier konnte gut Fußball spielen. Der war durchaus auch mal unterwegs. Und die mussten es nur damals nicht zeigen, für die jüngeren Zuschauer. Damals durfte der Torhüter noch bei einem Rückpass den Ball in die Hand nehmen. Wurde übrigens oft angewendet. Ich glaube auch deswegen das Spiel so langsam. Ach, war das doch ein anderer Fußball. Ah ja, gut. Also,
Schauen Sie, am Ende wird es doch so sein. Ich behaupte, das macht man ja immer wieder. Wer war der beste Fußballspieler aller Zeiten? Da fängst du an bei Di Stefano irgendwann mal, das waren nur Schwarz-Weiß-Bilder. Und dann kommst du heute zu Messi oder Ronaldo und dazwischen Cruyff und Beckenbauer. Maradona, alles in seiner Zeit. Ja, aber wenn der heute so spielen würde wie damals, Unsinn. Der wäre heute anders trainiert, der würde sich anders ernähren, nicht. Nehmen wir das nur mal als Pauschale. Jeder von denen wäre anders trainiert. Und ich bin überzeugt davon, dass ein Günter Netzer, ein Overath anders spielen würden, aber mit ihrem Talent und ihren Möglichkeiten genauso wichtig wären wie damals. Du könntest nicht so wie nehmen wir Netzer und Overath da stehen oder auch der Franz mit das Außenrisspässchen, weil um dich rum 25 Meter Platz war. Heute würde man schon, es wäre der Druck anders, die Zeit ist kürzer, es ist viel athletischer, viel schneller geworden, aber ich bin überzeugt davon, die Bayern von damals wären heute konkurrenzfähig, weil sie heute anders, wie gesagt, trainiert und ausgebildet werden. Wir könnten es dann nur wieder 1:1 nehmen, wer hatte mehr Talent, wer hatte ein breiteres Spektrum. Aber auch da läufst du ins Leere. Gerd Müller war, weiß ich nicht, eine geklebte Briefmarke im 5-Meter-Raum. Er brauchte keinen Meter weiter zu laufen. Hat er jemals einen Zweikampf außerhalb des 16ers? Ich kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich tun wir ihm jetzt brutal Unrecht. Ja. Auf der anderen Seite, den gäbe es entweder heute nicht oder aber er müsste ein bisschen anders spielen. Und ich glaube, er könnte es. Aber das können wir nicht beweisen. Lewandowski ist ein kompletter Spieler, der sich viel bewegt, der auch mal kommt mittlerweile, über außen kommt, der für die Mannschaft spielt. Damals konntest du so statisch Fußball spielen, das könntest du heute nicht, aber die würden heute nicht so statisch spielen. Ich kann es nicht anders, weil es wäre sonst Mumpitz. Aber jetzt machen wir nochmal. Welchen Vergleich hätten Sie denn gerne? Also für mich steht fest, Bulle Roth, der quasi der Abräumer von Franz Beckenbauer, der hat sich ja festgelegt, der sagt knallhart, wir hätten 3:1 die heutige Bayern weggezogen. Und gegen Bulle Roth sollte man besser nicht auch in den verbalen Zweikampf gehen. Aber ich möchte einmal dabei bleiben, tatsächlich über die alten Zeiten zu reden. Was war das, was heute reden wir viel über Tempo, über Gegenpressing etc. pp. Das Spiel ist sehr schnell geworden. Was war das Schöne 1974 in dieser Zeit damals? Was hat den Fußball da ausgemacht? Warum schlug Ihr Fußballherz damals schon höher? Auch da kann ich nicht sagen, das war besser. Manchmal, ich erinnere mich noch ein bisschen an die Zeiten, manchmal stehe ich unten, jetzt nicht mehr so viel, aber als ich noch kommentiert habe, unten am Platz und denke, sag mal, welches Tempo spielen, das ist ja Irrsinn. Das hat doch mit dem Sport, den ich mal selber ausgeübt habe oder selber kannte, überhaupt nichts mehr zu tun. Die haben ja einen Vogel. Die knallen sich auch aus 5 Meter Entfernung, spielen ja, die sich Tempo, nicht Bälle zu, die knallen sich ab. Wenn das einer mit mir gemacht hätte, dem hätte ich die Freundschaft gekündigt. So. Das alles ist alles schneller Ding. Dennoch gibt es Spiele, die du dir, aber wirklich, wenn es dir gelingt, dich dann in diese Zeit auch zurückzuversetzen. Also ein DFB-Pokalfinale Köln-Gladbach war für mich mal das Beste, wo der Netzer sich selber einwechselt als Tormann. Das beste Spiel, das ich je gesehen habe. Wenn du das heute siehst und schaffst diesen Flashback nicht, sondern nimmst es mit heute deiner Verfassung, denkst du, ich kann doch hier keine Dauerzeitlupe gucken. Das ist ja furchtbar. Das kann doch nicht wahr sein, dass der um ihn rum, die kriegen keinen Zugriff und können nicht zwischen die Linien und was weiß ich, was wir heute alles so sagen. Wenn du aber sagst, alles zu seiner Zeit, ist das Leben voll schöner Dinge. Und da war der Fußball damals schön, jetzt mache ich es mal onkelhaft und ist heute genauso wunderschön. Lassen Sie uns zurückbeamen in die jetzige Zeit. Und da reden wir jetzt über zwei Clubs, die würden sich aber gerne eigentlich dann doch auch wieder zurückbeamen in schönere alte Zeiten. Das geht aber nicht, denn sie sorgen nun mal für die Negativschlagzeilen. Der eine Club seit tatsächlich Monaten, der andere seit Wochen. Wir reden ein wenig über Schalke und über Borussia Dortmund und meine lieben Zuschauer, um die Situation auf Schalke beschreiben zu können, das werden Marcel Reif und ich auch gleich tun, aber schauen Sie sich einfach mal jetzt diese Matze an und eigentlich bedarf es dann gar keiner weiteren Worte. Warum wurde die Info, Daniela Ulbing wird neue Leiterin der Stabsstelle Kommunikation, erst am 8.2.21 offiziell auf der Vereins-Homepage veröffentlicht, obwohl sie schon seit dem 1.2. im Amt ist? Jochen? Ach so. Also erstmal ist der 1.2. nicht richtig, sondern der Vertragsbeginn ist der 3.2.
Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ein Stück weit überfragt, weil ich nicht weiß. Ich kann mir, war es der 8.2., wo wir die Personalie kommuniziert haben? Ja. Ja. Vielleicht, Alex, kannst du unterstützen? Ja, gerne. Ja, da war wenig Inhalt drin, aber genau das ist ja die Kuriosität. Mein lieber Ralf, jetzt hat man sogar noch das Gefühl, auf dem Platz geht gar nichts. Und jetzt stottern sich auch noch die Bosse Richtung zweite Liga. Also erste Liga, Ralf, war das nicht. Wir haben da Alexander Jobs gesehen, Christina Rühl-Hamers und Jochen Schneider. Also wenn das Führungstrio, alles drei Vorstände, sowas abliefert in der Öffentlichkeit. Ja, warum machst du es dann? Warum werden solche Themen angesprochen? Ich meine, die Welt wird sich auch weiterdrehen, wenn wir nicht genau wissen, ob am 3.1. oder am 8.2. die Stabsstelle Kommunikation kommuniziert wird bei Schalke 04, weil die mich ein Kappes interessiert in diesen Zeiten, wo ich sehe, also, was sie Fußball spielen. Man muss fairerweise sagen, das war ein Fanforum und die Fans durften Fragen stellen und die Frage kam von einem Fan. Aber ich musst du im geschlossenen Keller machen, wenn du Fragen zulässt, dann mach es so, dass es niemand im mitkriegt. Im Bergstollen. Ja, wenn du es aber, ja, im Stollen, genau. Oder in ihrem Kabinengang, der in einem Stollen nachgebildet ist. Ja. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, Leute, euch muss es gut gehen. Ja, hör auf, lass uns die Häme weglassen. Es ist zum Fremdschämen, ja. Und man wünscht ihn so, jetzt wird ein Spieler wieder zurückgeholt, begnadigt, wenn ich das schon höre, aber wurscht, der Bentaleb darf doch wieder rein, obwohl der Trainer gesagt hatte, solange ich hier nur ein bisschen was zu sagen habe, offenbar hat er gar nicht so furchtbar viel zu sagen, ich weiß es nicht. Leute, am Ende, die große Analyse ist überflüssig. Wenn du auf die Tabelle guckst, die haben 8 Punkte nach 15, 16 Spieltagen, da empfiehlt es sich nicht mehr viel zu analysieren, sondern Punkte holen. Und wenn nicht, egal wie, mir fehlt allerdings die Fantasie, gegen wen und wie. Und deswegen glaube ich, dass wir es mit einem Zweitligisten zu tun haben. Und ich hoffe, dass sie die Mittel finden, sich dann wieder zu regenerieren. Denn es gibt genügend Leute, die sagen, nee, den Spaß, lass uns doch absteigen und dann neu anfangen. Den kannst du dir auf Schalke mit den Verbindlichkeiten, die sie haben, nicht leisten. Ich möchte unseren Westsportchef Michael Markus mal zitieren, der heute einen Kommentar geschrieben hat und mit der Überschrift: Nie war es peinlicher, Schalke-Fan zu sein. Ich glaube, da wollen wir ihm beide gar nicht widersprechen. Sie haben eben die Tabelle angesprochen und was das für Auswirkungen haben kann. Bei Schalke der Abstieg, beim Revierclub oder Konkurrenten ein paar Kilometer weiter, bei Borussia Dortmund, die stehen auf einem Platz, das hätte auch extreme Auswirkungen. Nämlich nur auf Platz 6 Borussia Dortmund. Das wäre Stand jetzt nicht Champions League. Mal direkt erste Frage. Muss dann auch für die Zukunft sich schon Dortmund eigentlich von all seinen Ansprüchen trennen? Weil ohne Champions League, ohne die Kohle gleich den Kader weiter finanzieren, eigentlich schon für ein Jahr gar nicht denkbar, oder? Lass nur ganz schnell die Überschrift drüber machen. Also die Krise in Dortmund ist eine andere als die Krise auf Schalke. Sie ist kürzer auch. Die hätten die Schalke, dafür würden sie zu Fuß rund ums Ruhrgebiet laufen. Ja, das Champions League und Dortmund kommt selbstverständlich, wenn sie erreichen, über die Gruppenphase hinaus. Das heißt, du bist um die 50, 60 Millionen im Plus. Wenn du es nicht erreichst, hast du diese 50, 60 Millionen nicht und du hast sie zu Corona-Zeiten nicht. Herr Watzke hat, und das müssen sie, weil sie börsennotiert sind, muss er Zahlen offenlegen. Der hat, glaube ich, von 100 Millionen gesprochen, die man weniger hat. So, dann hättest du die 100 nicht. Oder plus minus diese 60, 70 auch nicht. Natürlich verändert das die Gemengelage. Du musst ja irgendwann mal einkaufen gehen. Zumal sie sportlich, und jetzt mal wirklich ganz andere Säule, sportlich ja nicht das bringen zurzeit, was sie sich selber verordnet haben. Wenn ich Sie einmal unterbreche, da können wir uns einmal anhören, den Trainer Terzic, was er gesagt hat nach dem wirklich alles andere als guten Auftritt, zuletzt gegen Freiburg. Auch das macht wenig Hoffnung. Wir schauen mal rein. Wir sind sehr enttäuscht und wir sind auch sauer auf das, was heute hier passiert ist. Nur es bringt jetzt halt nichts, woanders hinzugucken. Es geht darum, auf uns zu gucken, um das halt schleunigst wieder abzustellen. Weil es bringt halt nichts darüber zu philosophieren, was hätte sein können, wie, wenn, was. Sondern es geht einfach darum, den Blick nach vorne zu richten, weiterzumachen, positiv zu bleiben, den Extrameter zu machen und nicht erst, wenn man in Rückstand liegt, sondern von Beginn an.
schon irgendwie auch bitter, wenn man so einen jungen Trainer hört, der jetzt schon in diese kompletten Fußballfloskeln dann abdriftet, weil ihm offensichtlich auch nichts mehr einfällt. Deswegen weitermachen wird es nicht bringen, sondern sie werden den Kader verändern müssen. Es liegt an der Mannschaft auch, nicht nur an Trainern. Jetzt können sie noch 20 Trainer wechseln. Nein, es liegt an dem Kader. So, und jetzt Deckel zu. Den Kader willst du verändern. Du willst ihn besser machen. Du musst einkaufen gehen. Und dir fehlen 160, 70 Millionen. Das ist die Krux in Dortmund. Sie haben einen wunderbaren Übergang geschafft, weil alle diese letzten Worte passen auch zu einem anderen Club. Da war nämlich die Kohle da. Wir kommen zu dem Klinsmann-Knall, nämlich Jürgen Klinsmann, damals Hertha. Warum heute das Thema? Er ist jetzt ja schon wieder in den USA, gar nicht hier. Aber heute, genau vor einem Jahr, machte Jürgen Klinsmann das, was man möglicherweise auch nicht unbedingt Gentleman-like finden kann. Bei Facebook äußerte er sich nämlich so. Halt unglaublich aufgestoßen, diese Art der Arbeit, ne, dass der Manager noch da sitzt und seine Kommentare gibt zu den Spielern, egal wie auch immer, oder zum Schiedsrichter, egal wie auch immer, und auch viele andere Dinge, wo sich einfach immer wieder permanent im Internen, also wir können wirklich nur reden vom internen Bereich, sprich der Kabine, das, wenn die Mannschaft ins Hotel geht, wenn die Mannschaft im Bus fährt, all diese Dinge, ist es halt in Deutschland anders. Ne, ist in Deutschland eine Struktur da, wo halt die alle mitreden, die alle mittun, eine ganze Führungsebene mitredet, aber letztendlich nur einer kann entscheiden. Und das muss letztendlich in meinem Ermessen der Trainer sein. Ja, er war es nicht am Ende. Das war eine epische Mitteilung von Jürgen Klinsmann damals. Er hat dann hingeworfen, man trennte sich nach nur 76 Tagen im Amt. Die große Vorstellung des großen Big City Clubs mit dem großen Namen Jürgen Klinsmann, das war gar nichts. Ein Jahr zurück, kommt Ihnen das länger vor, schneller vor, weil die Probleme haben sich nicht wirklich geändert in Berlin, oder? Naja, und die schlimmste Pointe daran ist ja, und das sagen wir jetzt nicht in der Bewertung, indem wir Haltungsnoten geben, sondern es sind ja Personen ausgetauscht worden. Weil übrigens, man gesagt alle das, was Jürgen Klinsmann gefordert hat, das ist, meine ich ja. Das ist ja die schlimmste Pointe an der ganzen Geschichte, dass die Art, wie es kommuniziert wurde und das Ganze drumherum war Schmierentheater. Aber die Inhalte und die entscheidenden Punkte offenbar weitestgehend richtig getroffen. Denn es gab Dinge, die haben nicht funktioniert und er hat darauf hingewiesen, das hätte man anders machen können. Und am Ende hat er auf seine Art Recht behalten. Das ist eine spannende Geschichte. Ja. Recht behalten, er hatte für mich auch eine wahnsinnig epische Geschichte. Nach wie vor noch Sportbild hat dann damals enthüllt. Jürgen Klinsmann hatte Tagebuch tatsächlich geführt in der Zeit. Bei Hertha möglicherweise hatte er wirklich schon geahnt, was da auf ihn zurollt. Wir können das Cover noch mal zeigen. Sportbild enthüllte damals das Tagebuch. Was auch für ein Riesenbeben natürlich sorgte, für alle, die sich noch daran erinnern können. Sie hatten es dann sogar noch für uns hier eingesprochen, wunderbar auf den Ohren noch zu hören, besser als zu lesen. Und es ist in der Tat, er hatte mehrere Sachen damals, es ging um katastrophale Kaderplanung, er forderte den kompletten Austausch der Geschäftsführung komplett nicht, aber Michael Preetz ist mittlerweile weg. Das ist schon eigentlich erstaunlich gewesen, wir dachten das damals, das kann doch gar nicht sein, dass einer so auf den Putz haut. Und er hat ja wirklich, Sie hatten es ja schon gesagt, in ganz vielen Punkten schlicht und ergreifend recht. Ja, und wie gesagt, das ist ja das, und man fragt sich, sag mal, hätten die das nicht zusammen hinkriegen können? Hätten sie nicht wirklich die Dinge entwickeln können? Aber Klinsmann ist so, wie er ist. Er neigt dann zu solchen Radikallösungen, sage ich mal. Und im Club selber haben sie gesagt, so, jetzt ist Klinsmann weg, offensichtlich. Na, dann weiter so. Ist doch alles gut. Jetzt haben wir den Irren weg mit seinem Wahnsinn, den er da verbreitet hat. Nee, da war inhaltlich offensichtlich eine Menge richtig. Und sagen Sie, ich bin weit weg von Hertha, aber von außen als vornehmer Fremder. Es ist immer wieder so, dass du denkst, oh nee, da müssen wir wirklich über Hertha reden. Und das ist das Schlimme an der Geschichte. Ich habe Freunde hier in Berlin, ich habe Freunde, die wirklich Herthaner sind, die auch da im Intern gut vernetzt sind. Und pflichtschuldigst, wenn man sich trifft, sagen wir so, na, wie geht's euch? Und dann, ja, Hertha, was sagst du so? Und dann denkt man, ja, okay, gut, jetzt machen wir 5 Minuten, reden wir über Hertha. Aber es ist diese Häme Big City Club. Natürlich, es ist doch eine Big City, oder ist das nicht die deutsche Hauptstadt mit Millionen auch, Menschen? Ja. Und da müsste es doch möglich sein, einen Fußballclub hinzukriegen, der von Relevanz ist.
Union hat jetzt mehr Mitglieder als Hertha. Ich wollte gerade sagen, selbst die Niederlage. Und an der Stelle sage ich, habe ich immer jetzt die Ausflucht, sage ich, Jungs, ich rede nur über den größten Club der Stadt und nicht über Hertha. Oh, das aber, ja, stimmt, das konnte man vorher nicht machen. Jetzt haben Sie recht, man redet jetzt in Berlin über die Nummer 1 und das ist Union, nicht nur sportlich. Dafür bin ich die große Legende, die lebende. Und große Legenden befassen sich nur mit dem jeweils größten Club in der Stadt. Nein, im Ernst, das muss irgendwann mal, das Geld ist jetzt da. Damit muss irgendwann mal etwas geschaffen werden, was nach mehr schmeckt. Ob wir da jetzt schon so weit sind, weiß ich nicht. Gegen die Bayern haben sie ganz gut gespielt und du verlierst trotzdem, weil du mit denen gar nichts zu tun hast. Von jetzt an, nach dem Bayern-Spiel, guckt man auf die Hertha und sie haben den Trainer ausgewechselt, sie haben den Sportdirektor ausgewechselt. Irgendwann hätte ich gern, dass man sachlich vernünftig darüber redet und nicht immer mit dem Hinweis, das ist ja wie beim HSV, um ihnen dann auch noch eine zu verpassen. Super. Ja. Gut. Sehr gut. Letzte Frage, 8 Sekunden noch. Ja-Nein-Antwort. Hat das Tagebuch im Nachgang, weil sich herausgestellt hat, dass Klinsmann recht gehabt hat, ihm geholfen, rückwirkend in der Reputation, und sehen wir Jürgen Klinsmann nochmal in Deutschland wieder? Nein, die Umstände waren zu slapstickartig, um da nochmal vernünftig zusammenzukommen. Da bin ich Ihrer Meinung. Aber wie sagt man immer so schön, wenn es passiert, dann im Fußball. Schauen wir mal. Wir sind bei ihr, ach, eine Lieblingskategorie von uns beiden, bei Ihren Tipps. Wir erinnern da die Zuschauer nochmal, 50% der Tipps von Marcel Ralf stimmen. Komisch, oder? Entweder oder. Ja. Super. Und deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie es mal mit und überführen Sie diese Tipps quasi in unser Fußball-Lotto. Alle Infos dazu bei bild.de. Sie können tatsächlich einmal in den Genuss kommen, ein Profigehalt quasi zu kassieren. 1 Million loben wir aus, wenn man alle Tipps richtig hat. Aber dann nehmen Sie nicht meine Tipps. Was? Da kann ich nur sagen. Ja, aber ein Teil. Vielleicht die Hälfte der Tipps. Die Hälfte, gut. Richtig. Okay, wenn Sie die Hälfte richtig haben, kriegt ihr die 500.000. Ja, man kriegt hier schon mit. Ne, an der Stelle, für, man muss nicht 9 Spiele nur richtig tippen, ab 6 richtigen gibt es auch schon 10.000 Euro. Also ja, immerhin. Mensch, immerhin. Da hätte ich aber schon mal. Ja, da wird Lionel Messi noch nicht mal für, weiß ich nicht, die Toilettenspülung drücken für 10.000 Euro. Aber immerhin, für uns ist das alles wahnsinnig viel Geld. Also Fußball-Lotto bei bild.de. So, jetzt kommen wir zu den Tipps. Und zwar starten wir mit, am Freitag geht's los, mit einem Kracherchen. Leipzig gegen Augsburg. 3-0. Kracherchen ist es dementsprechend natürlich nicht, aber wie soll es auch? Leipzig marschiert, Ihrer Meinung? Ja, ich glaube, dass sie sich jetzt aus so einer Delle wieder rausgearbeitet haben. Jetzt kommt Champions League mit allem, was drumherum ist. Mal sehen, wie sie das auf einen Nenner bringen. Aber für Augsburg, fürchte ich, gibt es da keine Chance. Zumindest das ein richtiges Heimspiel für Leipzig. In Leipzig nicht wie in der Champions League. Ein Spiel in Bukarest gegen Liverpool. Budapest, Bukarest, viele Spiele. Bukarest mit Chelsea. Sehen Sie, für den Wahnsinn zu Ende sind Sie hier als Fachmann. Vielen Dank dafür. Ein schönes Spielchen, wenig Tore. Hätte ich gedacht, dass Sie da mehr gehen. Aber Sie trauen Borussia Dortmund gegen Hoffenheim zumindest eine kleine sportliche Wende zu. Klingt aber auch nicht so, als wenn das ein souveränes Ding wird, Ihrer Meinung nach. Nee, souverän ist da nichts. Ich glaube aber, dass die Mannschaft in der Bringschuld ist, nach dem, was sie zuletzt abgeliefert hat. Und da habe ich immer die These, da sind Mannschaften am besten, wenn sie schlechtes Gewissen haben. Bleiben wir einmal ganz kurz bei Dortmund noch. Der Tipp vielleicht, den Sie an den Trainer Terzic geben können. Warum nicht? Können wir doch heute einfach mal machen. Muss er Reus opfern und dafür Moukoko von Anfang an bringen? Ach, opfern. Ich opfere nie gern jemanden. Das macht man nicht. Aber ja, natürlich ist Marco Reus nicht in der Form, dass er der Mannschaft hilft. Und Moukoko, Haaland spielt aber doch noch, der darf noch weiter mitspielen. Haaland also, sollte man, wenn man ein... Möglicherweise, gut. Dann haben wir aber zwei Mittelstürmer. Das ist dann schon, Hoffenheim ist ja nun nicht Laufkundschaft. Also das muss man gut überlegen, wie man das hinkriegt. Haaland mit Anlauf, Moukoko weiter vorne. Ja, sie werden das überlegen und die Fangemeinde wird es fordern. Und die Dortmunder sollen froh sein, dass das Stadion leer ist. Wenn es, und das ist das Schlimme an Corona, aber auf der anderen Seite dann auch manchmal hat es einen positiven Effekt. Ein volles Stadion würde von Minute 2, wenn nicht gleich alles läuft, Moukoko fordern. Den Spaß gönnen wir uns bei nächster Woche, wenn wir uns hier wieder sehen. Wir machen mal die komplette Bundesliga, als wenn es noch Fans geben würde. Ich glaube, da kommen irre Geschichten zustande. Schalke, wenn man sich gar nicht ausmalen, wenn das Stadion voll wäre. Die Tipps gerne nochmal, liebe Kollegen. Da rasseln wir jetzt ein bisschen weiter durch. Leverkusen-Mainz 1-2-0, ja. Bremen-Freiburg 1-1, Stuttgart, jetzt wird's spannend, gegen Hertha. Na? Und Sie tippen, oh, sehen Sie mal,
Ja. Die Überraschung des Spieltags, meiner Meinung nach. Warum gewinnt jetzt Hertha in Stuttgart, Herr Ralf? Weil sie ganz gut gespielt haben gegen die Bayern und weil die Stuttgarter so im Moment, habe ich den Eindruck, so eine Phase haben, wo sie als doch plötzlich wieder Aufsteiger sind. Wo so die Euphorie des Anfangs rum ist und jetzt so Luft geholt wird und zu Hause, Mensch, wir sind nicht so gut, zu Hause verlieren wir Spiele. Ich glaube, dass sie dem glauben gerade, leider. Aber sie werden schon wieder kommen. Nur im Moment haben sie so ein Tief und die Hertha könnte es diesmal ausnutzen. Aber ich bin gespannt. Hertha, also das ist auf jeden Fall für mich das Überraschendste. Als sie mir die Tipps geschickt haben, bin ich fast vom Stuhl geflogen. Ein Auswärtssieg von Hertha auf Stuttgart. Wir werden sehen. Die Tipps gerne weiter. Dann haben wir nämlich Samstag das Topspiel Union gegen Schalke. Ja, und da keine Hoffnung. Aber Union einfach tatsächlich zu stark einfach zu Hause diese Saison. Ne? Also schon gut, was sie da machen. Niemand fährt da gern hin. Nee. Niemand. Weil auch ohne Zuschauer, mit Zuschauern wahrscheinlich. Ja, da wäre es noch unangenehmer. Aber so, die spielen ihr Ding. Die sind konstant. Und Schalke auswärts, nun ja. Tja. Mal sehen. Die machen ihr Ding, das passt auch für die nächste Partie, da bin ich definitiv d'accord mit Ihnen. Frankfurt gegen Köln 3-1. Frankfurt wirklich, muss man einfach mal auf gut Deutsch sagen, echt geil, was die letzten Wochen spielen, oder? Mit Mannschaft der Stunde, prima Kaderplanung, immer wieder dann die richtige Ergänzung. Die machen es so richtig, dass man schon damit so viel Glück kann man nicht haben. Aber wie sagte schon der große Fußballphilosoph Hermann Gerland, immer Glück ist Können. Und David, sehr gut. Und wir haben noch zwei Spiele, die wollen wir uns auch noch natürlich durchtippen lassen. Und zwar von Wolfsburg gegen Gladbach 2-2. Absolute Spitzenspiel mittlerweile. Zwei Champions League Aspiranten, viele Tore, da bin ich dabei. Und am Montag, klingt nach Mund abputzen. Bayern gegen Bielefeld trotz Club-WM. Da glauben Sie nicht, dass es eine Chance gibt für Bielefeld, wenn die Bayern mit den Flugstrapazen, wir wissen ja nicht, ob die Bayern wieder rechtzeitig zurückfliegen. Gab ja Probleme auf dem Hinflug, wir erinnern uns. Und Corona könnte jetzt natürlich schon möglicherweise auch ein Thema werden, oder? Tun wir einfach mal so, als würden ganz die normal, Dinge sich dann regeln. Da ist der Kader zu breit, um sagen zu müssen, oh, ihr werdet aber sehr müde und so weiter. Ich glaube, das ist dann auch ein Charaktertest und die Bayern sind in solchen Dingen dann doch ziemlich seriös. Aber ja, du hast möglicherweise Silber mitgebracht und dann spielst du mit allem Respekt gegen Bielefeld. Das musst du erst, leeres Stadion, das musst du erst mal wieder hinkriegen. Traue ich den Bayern aber zu. Sollten sie im Normalfall, ja. Ob es was Silbernes mit zurückgibt, mein lieber Herr Ralf, das werden wir und die Zuschauer. Ja, roundabout, 19 Uhr ist Anpfiff. Jetzt gehen wir mal von aus, keine Verlängerung und Elfmeterschießen, was heute möglich wäre. Dann wären wir gegen 8:45, wenn ich jetzt einigermaßen sehr gut, kann. Sehr gut. Werden wir dann durch und sehen hoffentlich ein bisschen Konfetti. Ich hatte es jetzt mehrfach schon angesprochen, meine lieben Zuschauer, heute ab 18 Uhr die Club-WM. Live und kostenlos hier bei Bild, kommentiert von Marcel Reif und Matthias Brüggelmann, unserem Sportchef. Valentina Maceri und ich werden Sie hier begrüßen dürfen ab 18 Uhr. Wir haben auch ein paar kleine Leckerbissen dabei, unter anderem Ailton, die Bundesliga-Legende, der Kugelblitz, Bayern-Schreck gewesen. Wir erinnern uns alle an die Bremer Zeiten. Wird zugeschaltet sein, warum er hat bei Tigres mal gespielt. Und in der Halbzeit, ich glaube, das wird für alle sehr interessant sein. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört und gelesen. Philipp Lahm wird hier zugeschaltet sein und wird uns ein bisschen was zu erzählen zu der Planung der Heim-EM 2024, aber auch zu den Bayern. War ja der Kapitän 2013 beim letzten Gewinn der Bayern mit dem Weltpokal insofern, oder der Club-WM, wie das richtig heißt. Insofern, pickepacke volles Programm ab 18 Uhr hier live bei Bild. Herr Ralf, wir gehen jetzt Mittagessen und dann sehen wir uns in gut 5 Stunden, gleiche Stelle, gleiche Welle hier wieder. So soll es sein. Das hoffen wir auch mit den Zuschauern. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören an die Podcast-Hörer. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis später.